Ja, herzlich willkommen bei Klaus Bank Stay at Home. Heute mal nicht auf eine Tasse Kaffee, sondern auf alkoholfreies Weizenbrust. Ja, Prost. Ja, mit Alkohol. Ja, ein bisschen. Ne? Radler und Grapefruit ist ja kein Alkohol. Hier, denn verbunden bin ich mit Yvonne und Sascha. Ich freue mich. Ich bin richtig stolz. Ich habe sogar hier zwar im Moment nicht das richtige Trikot. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr Zeit für mich habt. Hi. Servus. Freut mich auch, dass wir endlich mal geschafft haben, uns mal hier zusammenzusetzen. Ja, und es ist für mich die Gelegenheit, endlich mal mit einem Fußballstar sprechen zu dürfen und seiner Spielerfrau. Star. Ja, Star-schwierig. Ich habe hier das Trikot von Augsburg an, da warst du ja ganz lange, Sascha, und spielst jetzt bei 1860 München. Auch ein Traditionsverein, ein guter Verein. Wir müssen drüber reden, obwohl es ja keiner wahrscheinlich mehr hören kann mit Corona. Es findet kein Fußball statt, schon ganz, ganz lange. Und wenn ich das sage, wo ich früher nie verstanden habe, dass man Fußball zweimal am Samstag angucken kann, im Sportstudio und in der Sportschau, ich vermisse den Fußball. Wie geht es dir als Profi? Keine Spiele, nichts passiert. Ja, das geht mir genauso wie dir und allen anderen auch. Wir vermissen das am Wochenende, dass wir keine Aufgabe haben. Ist schon komisch, ja. Und das schon seit mehreren Wochen. Ist schon echt komisch. Aber du bist ja trotzdem im Training. Also ihr Profis dürft ja, müsst ja auch trainieren. Das ist ja euer Beruf. Das darf man nicht vergessen. Man muss ja im Beruf fit bleiben. Aber auch erst seit Neuestem. Ne? Ja, also noch nicht lange. Jetzt wir trainieren auch nur in Gruppen. Kleinen Gruppen. Mhm. Oder zu Hause mit den Kindern, habe ich gesehen. Genau, das ist richtig. Ja. Die müssen dann dafür leiden. Genau. Aber jetzt bist ja du nicht nur Profispieler bei 1860, und, sondern auch Trainer in Mehring von der Mannschaft, genau. Spieler, Trainer. Also du bist ja in zwei Rollen jetzt eigentlich. Du hast auf der einen Seite Spieler, die nicht spielen können, und auf der anderen Seite bist du selber Spieler, der nicht spielen kann. Das ist ja doppelt gestraft, oder? Ja, es ist wirklich, wirklich komisch im Moment, ja. Wirklich sehr komisch, aber das kriegen wir auch noch rum. Mhm. Jetzt planen Sie ja irgendwie oder überlegen mit Geisterspielen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe mir, wann war es, das ist schon ewig her, das Spiel Dortmund gegen Paris Saint-Germain geguckt. Das Hinspiel, wo dann die Dortmunder, also hinten sieht man es ja, ich oute mich, auch wenn der Shitstorm jetzt dann losgeht. Ich bin Dortmund zum Partisanen, Liverpool, und Augsburg-Fan natürlich, klar, als Augsburgerin. Ich habe das Spiel geguckt und es war ja schon ein Geisterspiel. Also es war auch am Schirm gruselig anzusehen. Der Fußball lebt doch von Zuschauern. Absolut. Ja, absolut. Aber im Moment ist es wirklich so, dass ich glaube, die meisten Leute in Deutschland einfach nur froh sind, wenn es dann irgendwann wieder losgeht. Dann hast du zumindest eine Aufgabe am Wochenende, dann kannst du die Spiele wenigstens am Fernsehen gucken. Mhm. Aber natürlich, ich bin auch gespannt, ich habe es auch so in der Form noch nie gehabt. Das ist für Spieler auch schon ganz klar was anderes. Also wobei ich mir vorstellen kann, es gibt ja auch untere Ligen, wo jetzt nicht so viele Zuschauer da sind, aber es ist irgendwie so gar nicht ohne Zuschauer. Ich meine, ich kenne Sportarten wie Tennis, ich spiele Tennis, da guckt nie jemand zu. Bei mir auch nicht beim Fußball. Ja, gut, aber ich, ja, Frauenfußball, ja alles noch. Aber ja, es ist schon irgendwie eine andere Nummer, damit konnten wir ja nicht rechnen. Aber was ich immer schon mal, ich nutze jetzt die Gelegenheit, einen Fußballprofi fragen wollte, wie ist denn das so? Wenn man jetzt so Spieler ist in einem Verein, darf man das überhaupt laut sagen, dass man für einen anderen Verein sympathisiert oder Fan ist, wie du es jetzt gerade ein bisschen so bestätigt hast? Mit den natürlich, natürlich. Ich komme ja, bekanntlich komme ich aus dem Ruhrgebiet. Und da war mein Verein natürlich immer Rot-Weiß Essen. Das ist klar, ich komme aus Essen. Und ja, 30 Kilometer weiter ist Dortmund. Und deswegen ist es so, dass ich natürlich auch sehr viel Sympathien für Dortmund habe. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass natürlich so Profis in der Bundesliga wie ihr, dass man da das jetzt nicht so laut sagen kann. Wenn ist man auch eigentlich so. Ist oftmals so, aber mir ist es egal. Da muss, also du musst wirklich schon Charakter dafür haben. Also was wir so über die ganzen Jahre gesehen haben, entweder du bist so, dass du sagst so, ich find's geil oder ich finde Dortmund geil, weil zum Beispiel hier bist du damit alleine fast. Also ja. Wenn du jetzt hier auf dem Dorf oder bei irgendeinem Volksfest oder beim Plärrer sogar, wenn du da ein Dortmund-Trikot anhast, bist du alleine. Ne? Mhm. Weil die wollen ja sofort, also wenn dann die bekannten Lieder kommen, dann singen die ja BVB, piep, 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 ne? Piep, piep. Ja. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die singen ja diese Anti-BVB-Lieder und so. Da bist du wirklich komplett
alleine hier. Ne? Dann musst du wirklich so sein, dass du dazu stehst, also dass du so viel Charakter hast, dass du sagst, ja, ist mir egal, was die sagen, weil wenn du ein Bild, zum Beispiel, wir posten jetzt ein Bild, so wie gestern, der Leo hat ein FCA-Trikot an, da kommen schon Nachrichten, was soll das, was soll das, was soll das, das ist rot, das ist rot, das ist rot. Da musst du schon, also musst du schon abkönnen und sagen, ja, Pech. Das war der Sohn, der ein Trikot hat. Ja, genau. Das war unser kleiner Sohn. Der hat, hat ja alle Trikots. Mhm. Wobei, aber ich muss sagen, er hat wirklich kein Bayern-Trikot mehr. Ne? Bayern-Trikot hat er nicht. Ja. Aber es ging nur um die Farbe Rot, oder? Weil ich meine Ausdruck, nee, es ging um, also Rot mögen die 60-Fans sowieso gar nicht. Mhm. Ne, das ist schon schwierig, weil wir bei Mehringen sind und dann einen roten Jogginganzug anhaben. Da muss man sich auch immer, ja, Mehringen ist halt rot, ist halt so. Ja. Fertig, aber also das ist schon manchmal so unverständlich für manche, aber ja, wenn das Kind dann noch so Augsburg-Trikot oder so hat, dann schreiben schon viele, ja, der hat falsches Trikot an oder so. Und wir haben schon immer gesagt, die dürfen anziehen, was sie wollen. Und wir ziehen auch an, was wir wollen. Ja, ich finde, also ich weiß, wie das ist. Ich oute mich mit meinem Mann. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn man das sagt. Also ich unterscheide ja immer noch zwischen Fan und Sympathisant, weil ich glaube, ein Fan ist wirklich jemand, der, wie ja, genau, geschrieben hast, Sascha, von Kindheit an, wo aufwächst, vielleicht in der Jugend gespielt hat oder auch mitbekommen hat als Zuschauer oder Zuschauerin. Das ist, finde ich, ist eine andere Nummer. Genau. Da kann ich sagen, ich bin Fan. Also ich bin jetzt auch erst, mein Papa und mein Onkel, die waren Fans vom FCA. Die sind leider beide schon verstorben, aber ich habe das jetzt so weitergeführt und gucke das halt und ich bezeichne mich mittlerweile schon als FCA-Fan, aber mit Sicherheit nicht so wie die anderen Leute, die seit 40 Jahren Fans sind. Ich bin halt Fan von gutem Fußball, ja. Wenn die Leute guten Fußball spielen, dann freue ich mich auch, ganz ehrlich, wenn jetzt, ja, gibt man nicht so ganz so, aber wenn Bayern mal gut spielt oder öfter, dann kann man auch mal sagen, haben gut gespielt und zu Recht gewonnen. Das kann man sagen, ja. Wie gegen Dortmund ist, aber ich finde das dann immer ein bisschen schwierig. Aber es ist ja sympathisch, dass ihr da so offen dazu steht und ich glaube, dafür mögen euch aber viele Menschen, auch in Augsburg, denke ich mal, bist du ja, Sascha, immer noch so ein, ja, so eine Ikone, so ein Held, so eine Legende. Wurdest ja neulich gewählt. Ja, ich habe es auch gesehen. Ja, das waren auch nicht das waren auch einfach nicht nur anderthalb Jahre oder so. Also es kommt dann auch noch auf die Zeit an. Es waren ja ich habe ja 4,5 Jahre in Augsburg gespielt. Genau, das waren so intensive Jahre. So die ersten, dann sind die ja erst aufgestiegen. Ne? Bundesliga war neu. Glaube ich, das vergessen die Menschen nie, oder? Das Tor gegen die Bayern. Das ist ja, das macht einen Helden. Immer wenn sich das jährt, dann kriege ich schon viele Nachrichten, ja. Mhm. Ja, vielleicht ist es aber auch, weil wenn die immer gewinnen, dann freut sich jeder, wenn die mal nicht gewinnen. Genau. So ist es. Ja, also das wollte ich, wie gesagt, immer schon mal fragen, weil ich werde ihn jetzt nicht outen. Ich hatte nämlich mal einen Bayern-Spieler. Ich oute mich bei denen immer. Also wenn ich die irgendwo treffe, dann sage ich immer, ich bin Dortmund-Sympathisantin, kriege ich trotzdem ein Foto mit ihnen. Das war so ein junger Spieler, ja. Der hat mich damals gefragt, da war ein Dortmund-Spiel, Champions League, wollte er von mir wissen, wie es gerade steht. Das fand ich sehr sympathisch, weil ich dachte, boah. Also da merkt man dann schon, jeder ist ja irgendwie noch Mensch. Und, das stimmt. Ja. Du, ob du es glaubst oder nicht, also in den ganzen Jahren, wir haben sogar Fußballprofis kennengelernt, die keinen Fußball schauen. Mhm. Ne? Alles voll. Also wir haben schon wirklich, die gucken in ihrer Freizeit keinen Fußball, gar keinen Fußball. Da gibt es aber viele. Das kann ich aber verstehen. Also ich lese jetzt auch nicht jede Zeitung und jede Zeitschrift und gucke mir jede Talkshow an. Da fehlt mir dann auch manchmal der Nerv. Also das kann ich ein bisschen verstehen. Aber ihr guckt schon, oder? Regelmäßig. Wenn's nur. Wir machen gar nichts anderes eigentlich. Unser ganzes... selber. Ja, nur so in Mehringen. Also wirklich nur just for fun. Naja, aber immerhin. Aber wir trainieren ja auch die Mannschaft zusammen, die A-Jugend in Mehringen. Und alle unsere Kinder sind ja auch deinem Verein. Also da hat ja immer jemand ein Spiel. Fußball ist euer Leben. Ja. Absolut. Ja. Frische Luft schadet ja nicht. Ja, das stimmt. Aber du reitest ja auch. Du hast ja noch ein anderes Hobby. Nee. Eigentlich mögen wir gar keine Pferde. Haben aber schon 8 Jahre die Pferde hier für die Kinder. Und das ist jetzt zurzeit unsere Lieblingsbeschäftigung. Wenn man sich so an irgendeinen Strohhalm klammert, wo man ein bisschen, also wo man an die Luft kann, was man jetzt gerade, ja, kann man ja gar nichts machen. Und jetzt haben wir uns wirklich, ne, wir sind jetzt Pferdebauern, keine Ahnung, Pferdeleute. Jetzt bauen wir nur noch einen Bauernhof. Ja, jetzt bauen wir auf einen Bauernhof. Ich habe da was gelesen, aber das, da stand jetzt irgendwie bei Wikipedia, Sascha Mölders will nach dieser
seine Spielerkarriere aufgeben? Hat sich das jetzt verändert? Weil es gab ja jetzt keinen richtigen Abschluss. Wird es noch weitergehen? Ja, ich habe es ja verkündet im... Puh, wann war das? Das hat der Robert Götz September verkündet. Oder September, von der Augsburger ja, Allgemeine. September oder so. Ja, und jetzt haben wir schon... Jetzt schauen wir mal. Also mit Sicherheit werde ich weiterspielen. Zu dem Entschluss bin ich schon gekommen. Kannst ja noch ein paar Jährchen spielen. Ja, es geht schon noch. Noch geht's. Ja, ich habe mal ganz am Anfang habe ich dich vorgestellt, Yvonne, als Spielerfrau. Ich weiß von ein paar anderen Frauen, dass man das eigentlich immer nicht ganz so hört, Spielerfrau. Klingt auch immer ein bisschen so abfällig, so, ja, das ist die Tussi, die auch auf der Tribüne sitzt und ihr Mann so schaut. Hast du damit ein Problem oder sagst du, nee, ist mir wurscht? Nee, also ich habe da eine ganz andere Meinung zu, als die Frauen, die sich jetzt in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, ich bin keine Spielerfrau, ich kann auch selber dies und das, weil ich bin die Spielerfrau und wenn ich mich, so wie ich jetzt, mich sehr damit identifiziere, also dass ich ihm komplett den Rücken frei halten muss und da auch überall so wie gewünscht mit hinfahre und also zu den Spielen hinfahre und dies und das, ich habe ja keine Zeit, also ich bin ja nichts anderes. Ich bin noch Hausfrau und Mutter dabei, aber ich das kann ich ja nicht abstreiten. Ihr seid ja wie ein kleines Familienunternehmen auch. Ja, ist ja so. Es gibt ja Männer, die halten ja ihre Frauen auch komplett raus, die sagen, ich will gar nicht, dass sie zum Spiel kommt, haben wir ja so, schon so viele von kennengelernt. Da ist die Frau zu Hause und dann habe ich teilweise geschrieben, oh, gute Besserung und so, dann sagt die, was ist denn los? Dann guckt die das nicht mal am Fernsehen. Weißt du, so, könnte ich mir ja nie im Leben vorstellen, weil ich stecke da ja so voll drin. Also deswegen, also ich kann damit umgehen, wenn man sagt, ja, bist du das? Ja, ich habe auch wenig Zeit für was anderes, weil die Termine richtet man ja nur danach. Also ja, das war ja in der Bundesliga oder so oder auch jetzt eigentlich noch bei 60. Das ist ja nicht so, dass man irgendwas planen kann, sondern das ist immer so, ja, wir haben jetzt zweimal schlecht gespielt oder so und dann kommt er nach Hause und sagt, du, ich muss jetzt meine Tasche packen, ich fahre jetzt 3 Tage ins irgendwo Kurztrainingslager. Kann alles passieren und dann sagst du, dann guckst du in eine Röhre und sagst dann, ja, wie bitte, ich sitze hier mit 4 Kindern und drehe jetzt hier Däumchen. Ja, aber ist einfach so. Deswegen, also ist halt der Beruf des Mannes, ja. Das ist der Beruf und genau. Aber vielleicht noch abschließend, jetzt hat sich ja jetzt die letzten Wochen alles geändert. Also jetzt ist zwar Training hat wieder begonnen, aber klar, es fehlt, aber die Wochenenden, das merke ja ich so als Fan oder als Zuschauerin, jetzt findet nichts mehr statt. Es muss jetzt irgendwie wie Dauerurlaub gerade sein, oder? Also ich mag das ja selber in meinem Leben. Es findet abends nichts mehr statt. Ich bin zu Hause, völlig ungewohnt in 20 Ehejahren, dass ich regelmäßig abends zu Hause bin und kochen kann, außer heute, weil ich mit euch bin. Das ist... Wir waren noch nie so, also nee, so, also wir, das wo das jetzt komplett, also wo quasi der Fußball aufgehört hat ab dem Tag, dann war ja erstmal vier Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen oder 4 Wochen war nichts, also wirklich, wir waren 24 Stunden alle zusammen, keine Schule, kein Fußball, kein nix. Und wir sind 6 Personen plus Freund noch von meiner Tochter, also sind wir 7 Personen und das musst du erstmal so, weil du hast ja deinen Tagesablauf und dann in dem Tagesablauf sind dann alle dabei. Also ich koche ja auch so immer, aber er ist dann daneben und sagt, ja und keine Ahnung, es nervt ja eigentlich alles rund um die Uhr nervt ja nur. Ne? Aber ich frage mich auch, was machen die Leute, die keinen Fußball schauen oder spielen oder was machen die am Wochenende? Ja. Ich würde es gerne wissen, weil ich finde, es gibt gar keine andere Beschäftigung als Fußball. Ich habe es wie gesagt, echt, ich habe das früher nie verstanden, aber ich habe mir auch angewöhnt, dann am Samstag entweder live im Stadion oder auf der Kicker-App zu gucken. Oder habe ich mal Sky geholt und die Spiele auf Sky geguckt. Und irgendwie gehört es dann dazu. Ja? Es ist dann am Samstag so, entweder geht man ins Stadion oder guckt. Und das hat man dann, klar, man kann natürlich immer was anderes machen. Und manche sagen, Fußball ist nicht alles. Aber es ist schon, es gehört einfach dazu. Wie auch Tennis. Also ich merke es halt auch, weil keine Tennisspiele mehr sind, die man gucken kann. Es findet ja von dem Sport, den man mag, gar nichts mehr statt. Nee, einfach gar nichts. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Aber ich finde es aber da schon gut, dass der liebe Herr Söder wirklich gesagt hat, das ist ja jetzt nicht irgendwie so, ja, weil viele Leute haben sich ja aufgeregt, aber warum geht Fußball jetzt vielleicht weiter und so? Aber der hat ja richtig gesagt, Fußball ist ja nicht nur für diejenigen, sondern das ist ja eine Sache, die macht Leute glücklich.
Also das ja, deckt du, komplett. Hast du am Wochenende ja. wieder, hast wieder eine Aufgabe. Genau, das deckt so viel ab bei so vielen Menschen. Ja. Das stimmt ja. auch einfach. Vor allen Dingen möchte ich jetzt wissen, ob es Dortmund noch schafft, die Bayern. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ja, Liverpool würde mich interessieren, ja, das ist ja gruselig. Das ist alles komisch da, ja. Aber gut, also ich könnte noch ewig mit euch weiterquatschen, aber bei mir wartet der Karpfen und ihr wollt sicher auch wieder in eure verdiente Zweisamkeit oder Siebensamkeit zurück. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, ich fühle mich sehr geehrt. Danke, Sascha Mölders und Yvonne, dass ihr bei meiner kleinen Talkshow Cleo's Bank Stay at Home mitgemacht habt. Ich drücke die Daumen und hoffe, dass es bald, bald weitergeht und wir wieder mitfiebern können, uns aufregen können, jammern. Ja. Wir wünschen dir auch alles Gute, genau. Wir sagen auch Danke, hat uns auch Spaß gemacht. Genau. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich werde jetzt dann auch mal ein bisschen verfolgen, was 60 macht. Mein Papa war 60er. Weil damals waren wir entweder nur Bayern oder 60er. Als ich in der dritten Liga spielte und der war 60er-Sympathisant auch. Und gucke ich mal, ich verfolge das jetzt ein bisschen genauer. Wir waren im Moment gar nicht so schlecht. Wir haben genau aufgehört, als es gerade lief. Dann fragen wir nächste Mal ab. Ja. Genau. Ist gebombt. Dann nochmal vielen Dank und einen schönen Alles Tag. Klar. Gerne. Ebenso. Dir auch. Tschüss. Tschüss.